Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Freut mich sehr, dass wir heute zu einem sehr positiven Anlass, zumindest virtuell, wieder zusammenkommen. Allen anwesenden Journalisten ein großes Dankeschön für euer Interesse. Besonders begrüßen darf ich Gesprächspartner für den SC Altach, Vizepräsident Werner Gunz, Tobias Dies für den FFC Vorderland und Klaus Beiter von Rot-Weiß Rankweil. Thematisch haben die meisten von euch wahrscheinlich eh schon mitgekriegt, um was es geht. Ich fasse es trotzdem noch mal ganz kurz zusammen, bevor wir dann mit der Fragerunde starten. Der SC Altach wird zum Saisonstart 2021-22 eine Spielgemeinschaft mit dem FFC Vorderland eingehen und ist ab Sommer erstmals in der Frauenbundesliga vertreten. Die Mannschaft wird in den kommenden 3 Jahren unter dem Namen Spielgemeinschaft SC Altach FFC Vorderland an Start gehen und ganz wichtig, die Heimspiele der Frauen werden bei uns im Stadion in der Cashpoint Arena ausgetragen. Rot-Weiß Rankweil ist zusätzlich als wichtiger und enger Kooperationspartner mit dem gemeinsamen Ziel, den Damenfußball im Vorarlberg weiterzuentwickeln, mit im Boot. Ich fange gleich an mit der Frage. Meine erste Frage geht an Werner Gunz. Werner, der Prozess Frauenfußball beim SC Altach hat vor einem guten Jahr angefangen. Gib uns einen kleinen Einblick in die Überlegungen und wie die Zusammenarbeit mit dem FFC Vorderland sowie mit Rot-Weiß Rankweil zustande gekommen ist. Manuel, Dankeschön. Oh, ich möchte alle jetzt ohne begrüßen. Ich hätte eigentlich gerne mit der zweiten Frage starten, wo du gesagt hast, wie ist das Ganze zustande gekommen. Es ist genau sie am 14.02., also wirklich vor einem Jahr und 3 Tagen, passiert ist es im Landhaus in Bregenz, bei einer Besprechung zwischen den Vorarlberger Fußballvereinen Profi und den Damen-Bundesliga-Vereinen und dem Vorarlberger Fußballverband. Und der Input hat eigentlich eine Dame gegeben zu dieser Geschichte, hat uns eigentlich geweckt, und zwar die Landesrätin, die Martina Rüscher. Ich habe gesagt, diese Runde, bitte, meine Herren, vergesst mir die Dame nicht. Und der Christoph Längli und ich sind dabei gewesen und sind schon bei der Heimfahrt von Bregenz nach Altach, haben wir schon gesagt, boah, das ist eigentlich eine interessante Geschichte. Und aus dieser Diskussion ist, aus dieser Vision ist dann eigentlich eine Diskussion entstanden. Und wir sind dann auf der FC Vorderland vorgegangen, auf Walter Weiß im Zugang und auf Tobias Thies. Und dann gesagt, wie sehen wir das? Und dann hat sich das Ganze entwickelt in mehreren Gesprächsrunden. Und die Gesprächsrunden sind eigentlich alle geprägt für diese Vision. Und dass wir eine Lösung schaffen. Und es ist wirklich von der ersten Minute an, ist auch ein Feuer da gewesen, es ist ja eine Aufbruchstimmung da gewesen. Und dann ist in der weiteren Runde, ist dann drum gegangen, um die Durchgängigkeit her vom Nachwuchs her. Und Rankwil hat eine sehr gute Nachwuchsabteilung, Damenabteilung. Und dann ist das Ganze zu diesen 3 Vereinen zustande gekommen, dass man sieht, wir gehen zu einer Lösung. Und es ist eigentlich wirklich so entstanden. Warum Altach? Was ist unser Überlegen von Altach? Wir haben gesehen, alle 3 Vereine bringen ihre besten Geschichten ein, sind Partner und jeder konzentriert sich auf das, was er am besten kann. Wir Altach sehen uns in der Infrastruktur vom Stadion her hochinteressant, weil heute haben wir ein 16 Herren Bundesligaspiel, das heißt in Zukunft haben wir auch plus ein Bundesligaspiel der Damen im Stadion. Wir können den Damen Trainingsmöglichkeiten bieten in Altach im Campus mit dem ganzen Kraftraum, mit dem Kunstrasenplatz. Die Marke Altach und das Netzwerk Altach SCRA ist sicherlich da und dort ein Türöffner bei vielen Geschichten. Wir haben eine sehr gute Office-Abteilung, Infrastruktur auch im Bereich Verwaltung, das heißt im Bereich Marketing, Medienbearbeitung, da sind wir sicherlich sehr gut auf dem Weg. Und wir haben auch gesagt, wir wollten eigentlich diese gesellschaftliche Verantwortung, Entwicklung des Damenfußballs im Vorarlberg Mitträger. Das ist kein Trend, muss ich klar sagen, es ist eine gesellschaftliche Geschichte. Da sind andere Länder wie die Schweiz oder wie Deutschland schon viel weiter mit Bundesliga-Vereinen. In der Schweiz gibt es eine 10er-Liga, da sind 9 Vereine eigentlich aus der Bundesliga, wo das machen. Aus dem Tessin ist dann ein anderer Verein. In Deutschland sind, glaube ich, 80% der deutschen Bundesliga sind ebenfalls Bundesliga-Vereine gestandene. Und in Österreich sind eigentlich nur 3 Bundesliga-Vereine mit St. Pölten, Austria-Wien, Sturm Graz aktuell dabei, plus 2 Zweitligisten mit Horn und Innsbruck. Das heißt, nur die halbe Liga ist eigentlich von Bundesliga-Vereinen umgeben. Und das gesagt, wo wir möchten auch diesen Weg mitgehen und auch diesen Damen den nötigen Respekt geben, wie man das eigentlich, und das ist etwas, wo wir sagen, da möchten wir es auch einbringen. Das sind die Beweggründe, sie und die, wie das Ganze sich entwickelt hat. Ja, meine nächste Frage an Tobias. Tobias, für euch ist
ist das Ganze mit einem Umzug in die Cashpoint Arena verbunden durch die professionellen Rahmenbedingungen, wie es der Werner schon gesagt hat. Sollte auch eine langfristige Etablierung in der Bundesliga sichergestellt werden. Welchen Mehrwert siehst du für euch in dieser gemeinsamen Kooperation? Also, hallo. Meinerseits in die Runde. Das Kind im Hintergrund ist jetzt ruhig. In dem Fall kann ich jetzt in Ruhe sprechen. Natürlich, für uns ist das ein Riesenschritt, den wir gehen mit dem SC Rathenow und mit Rot-Weiß Rankweil. Uns hat sich natürlich in der Vergangenheit immer wieder die Frage gestellt, wo können wir ansetzen? Wo müssen wir ansetzen? Wo können wir ansetzen? Man hat ganz klar gesehen, wir müssen in der Infrastruktur ansetzen und sind auch auf der Suche nach einem würdigen Partner natürlich auf den SC Rathenow gestoßen. Mit dem Umzug im Sommer zur Cashpoint Arena haben wir natürlich die Möglichkeit, dass wir in eine ganz andere Sphäre hineinkommen, was die Trainingsmöglichkeit betrifft und natürlich dann auch die Spielstätte. Die Spielstätte in der Cashpoint Arena wird natürlich dann auch der Mottler an sportlicher Schub hier, der nicht zu unterschätzen ist. Die Trainingsmöglichkeiten sind bei uns schon sehr lange ein Thema. Wir natürlich gesehen haben, wir müssen in der Professionalität zulegen und sollten natürlich nicht von 3 Trainings in der Woche, was es gewesen sind, an 3 verschiedenen Orten trainieren. Durch den Umzug nach Altach können wir das Ganze zentralisieren. Das ist ein Riesenvorteil und ein Riesenmehrwert für die Spielerinnen. Durch die Nutzung vom Kraftraum in Altach haben wir natürlich weiterhin Möglichkeiten und Professionalität zuzulegen. Wir können ein 4. gemeinsames Training vor Ort durchführen, welches natürlich auch die Qualität der Mannschaft steigern wird. Zusätzlich haben wir natürlich die Möglichkeit, durchs Netzwerk von Altach, durch Ressourcen von Altach auch andererseits irgendwie professioneller zu werden. Sei es auf Auswärtsfahrten, wo wir die gemeinsamen Ressourcen nutzen möchten, mit einem Bus, wo in Altach steht, wo man natürlich dann in Zukunft auch vermehrt nutzen möchte, wenn das möglich ist. Und daher ist das natürlich für uns ein großer Schritt in die richtige Richtung. Durch den Partner mit Rot-Weiß Rankweil, mit dem uns doch eigentlich eine lange gemeinsame Vergangenheit bindet, gewinnen wir einen Partner für uns, für das Projekt, welches sehr wichtig ist. Das Know-how, was Rankweil in der Nachwuchsabteilung hat, das ist einzigartig im Land und das bietet uns die Möglichkeit, dass wir einfach eine Durchgängigkeit schaffen, von unten bis oben. Also wenn ein 5-jähriges Mottler kommt und sieht, sie möchte bei uns spielen, dann ist das möglich ab Sommer. Mit Rot-Weiß Rankweil haben wir einen Partner, der die Nachwuchsabteilung auf Beine stellt, die sehr professionell bereits jetzt schon ist und in Zukunft noch professioneller werden soll. Es sollte natürlich möglich sein, dass wir eine Spielerin, sei es eine Spielerin, die im Breitensport ist, sei es eine Spielerin, die für den Spitzensport ist, jede Möglichkeit bei uns offen steht. Sei es in der Bundesliga, sei es in der zweiten Bundesliga, sei es im Future Team, sei es aber auch im Breitensport. Oder halt, wenn es viel früher ist, in der Nachwuchsabteilung. Danke, Tobias. Meine dritte Frage richtet sich an Klaus Beiter. Klaus ist jetzt ebenfalls schon angesprochen worden. Rot-Weiß Rankweil soll in diesem Gemeinschaftsprojekt eine sehr wesentliche Rolle spielen. Nicht nur, aber gerade auch im Bereich der Nachwuchsarbeit. Klaus, wo liegen dort eure Stärken und was sind eure Erwartungen in die Kooperation mit der SBG SC Rathenow Vorderland? Du bist noch stumm geschaltet, Klaus. Müsstest du links unten das Mikro einschalten? Entschuldigung, danke, Mann. Also von meiner Seite, guten Tag, grüß Gott an die Medienvertreter, Tobias, Werner, hallo, servus. Wir in Rankweil, aus der Geschichte schon, ergibt sich das automatisch. Sie haben das ganze Thema ein bisschen breiter. Im Prinzip haben wir 3 Säulen, wie wir das ganze Thema nachhaltig aufbauen werden, was so im Sinne von Mädchenfußball, Damenfußball ist. Es gibt
Und wie es halt bei der Burger bei der Herren auch ist, es gibt Mädchenfußball, Nachwuchsfußball, es gibt Breitensport und es gibt Spitzensport. Und nach wie vor will Rot-Weiß Rankweil auf allen Hochzeiten mittanzen. Bevor ich zum Spitzensport komme, weil da gibt es wahrscheinlich die meisten Berührungspunkte mit dem FFC Vorderland und Altach. Lass mich mal kurz auf den Nachwuchs und Breitensport ein bisschen eingehen. Im Nachwuchssport, ja, wir haben derzeit drei reine Mädchenmannschaften. In Vorarlberg hat niemand so viele Mädchenmannschaften. Und wir haben auch unabhängig von diesem Projekt, von diesen Gesprächen, was wir jetzt im Vorfeld auch schon gehabt haben, haben wir bei uns intern schon darüber geredet, wie können wir das noch besser machen. Wir sind da ein bisschen in der letzten Jahr nicht so viel vorwärts gegangen. Wir haben jetzt wieder einen U13-Mädchenstützpunkt, einen Nachwuchsleiter gefunden, eben zwei, drei Trainerinnen gefunden. Also wir wären da jetzt unabhängig von diesem Projekt, hätten wir da vorwärts gemacht. Wenn wir jetzt durch diese Kooperation mit Altach Vorderland, sagen wir mal, was eine ganz tolle Geschichte ist, wir haben uns das so sehr gut überlegt, und auf das Projekt dann auch noch Altach als zusätzliches Zugpferd auch noch verwenden können, erwarten wir uns schon, dass es die Attraktivität nach außen auch noch steigert und dass wir im Nachwuchsfußball Mädchen auch noch einiges erreichen werden. Also unsere Philosophie, dass wir reine Mädchenmannschaften haben, die mit Buben mitspielen, hat sich bewährt und das werden wir ganz stark wieder so forcieren. Das ist schon mal der Punkt Nachwuchsfußball. Breitensport, da sehe ich so, nicht so sehr das Problem bei Rot-Weiß Rankweil, da sehe ich das Problem eher an der Ligastruktur. Das ist einfach alles am Wackeln. Es gibt nur eine Liga, Vorarlberg-Liga, und die ist auch schon auf unsicheren Beinen, weil es einfach zu wenig Vereine gibt, die in die Richtung Arbeit schaffen. Aber es ist einfach logisch, es kann nicht jedes Mädchen, das Fußballspieler will, in einer Bundesliga spielen. Das geht sich einfach nicht aus, weil es vielleicht die Qualität nicht hat, weil es vielleicht auch keine Lust hat, zum jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende irgendwo in Ostösterreich rumzudingen. Und die möchten auch Fußballspieler. Denen muss ein Angebot gemacht werden. Und das ist ganz klar unser Auftrag. Aber wie gesagt, da gibt es eher andere Limitierungen, die man eigentlich mehr Sorgen machen. Es wäre ein Versagen. Mir ist klar, dass da viel über Spitzenfußball geredet wird, aber es gehört aus unserer Sicht noch mehr dazu. Es muss der Breitenfußball muss auch gepflegt werden. Das ist ein Aufruf an alle Vereine. Und dann sind wir beim Spitzenfußball. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. 18, 19 wären wir fast in die erste Bundesliga aufgestiegen. Da haben wir die Relegation gegen Horn verloren. Die Umstrukturierung der zweiten Bundesliga in der Österreich-Mitte-Liga hat es nicht leichter für uns gemacht. Die zweite Bundesliga ist qualitativ ganz sicher stärker geworden. Und wir haben die letzten zwei Jahre, wie soll ich sagen, haben wir ein bisschen die Orientierung verloren. Es war vom Verein zu wenig, also von Rot-Weiß Rankweil, wie soll ich sagen, zu wenig konkret an Zielumsetzung ist geschafft worden. Darum hätten wir auch wieder unabhängig von diesem Projekt, hätten wir für uns sowieso auferlegt, wir müssen uns ein bisschen sammeln. Die zweite Bundesliga ist eine schwierige Liga. Wir sind jetzt auch am hinteren Ende dran, die letzten zwei Saisonen. Und unser Anspruch ist ganz klar, dass wir in der zweiten Bundesliga gut Mitspieler wählen. Das ist harte Arbeit. Insofern, sagen wir mal, ist für uns die nächsten drei Jahre das Thema erste Bundesliga kein Thema. Das wäre jetzt unabhängig von der Kooperation, hätten wir das sowieso intern kommuniziert. Nichtsdestotrotz, zweite Bundesliga ist eine sehr gute Liga. Wenn ich mir das Spiel mit der Vienna angeschaut habe, die waren Aufsteiger, das wird der Mannschaft sein, die auch in der ersten Bundesliga ganz, ganz vorne Mitspieler wird. Erwarte ich mir. Und für uns ist die zweite Bundesliga, ja, wie gesagt, harte Arbeit, dass wir da vorne mitspielen können. Es ist für uns kein Zwischenstopp in die Champions League, wie es vielleicht andere so gern sehr hart täten. Was heißt das für uns? Wir haben intern Arbeit. Wir schauen, wie können wir unsere jungen Mädchen noch besser in eine Bundesliga-Mannschaft integrieren. Und was natürlich schon auch der Fall sein soll, durch die Kooperation im Vorderland, Rankweil, glaube ich schon, dass die Attraktivität vor allem an die Akademiespielerinnen nochmal schon gehörig gesteigert wird.
und dass wir zusammen einer Spielerin ein sehr gutes Angebot machen können, auch mit der Garantie, dass sie Spieler werden. Ob es denn beim Vorderland ist oder bei uns ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber die Attraktivität, die wir nach außen schaffen können an junge Spielerinnen, wird größer werden. Mit Alltag da wir sowieso noch einmal. Und das erwarten wir dann auch für einen Spitzenfußball draus. Wie gesagt, der Anspruch zweite Bundesliga ist für uns das Spitzenfußball in der zweiten Bundesliga ist für uns das Ziel. Und ihr wisst alle, die Beziehung Vorderland-Ranquil in der Vergangenheit war ganz sicher nicht so, dass man sich da gegenseitig unterstützt hat, sondern eher sogar in die andere Richtung. Das ist schade, weil es geht natürlich schon ums Vorderland, es geht auch um Ranquil. Aber ich finde es eine gute Sache, ich finde es auch für uns der richtige Zeitpunkt, dass wir das machen, aus dem, was ich vorher erzählt habe, dass man da zusammen schafft. Es soll im ja, benötigt ein gewisser Vertrauensaufbau. Wir werden auch für die kommende Saison uns gemeinsam über die Kaderplanung unterhalten. Wir haben sportliche Ziele. Alltag Vorderland hat auch sportliche Ziele. Und wir müssen eine Art zusammen schaffen, dass man die, sagen wir, die Kaderplanung, aber auch rundherum, da geben sich sicher noch viel mehr Möglichkeiten, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, dass man da so in einer Art und Weise zusammen schafft und auch Vertrauen aufbaut, dass da für beide Vereine oder für alle drei Vereine im Schluss was Gutes rauskommt. Und ja, man muss da, finde das eine gute Geschichte und wir sind sehr, sehr froh, dass das so zustande gekommen ist und wo der Werk auch beführt. Weiß man nicht. Ich meine, da kann noch viel mehr passieren in Zukunft. Aber jetzt fangen wir mal so an. Und das ist eine gute Geschichte, bin überzeugt. Aber auch für Mädchen- und Damenfußball in Vorarlberg. Ja. Vielen Dank, Klaus. Dann haben wir jetzt mal alle drei gehört. Ich würde die Fragerunde für die Journalisten öffnen. Da wir heute relativ eine große Runde sind, bitte um kurze Meldung im Chat und in die Meldung dran, wer eine Frage hat. Danke. Christian Adam, bitte. Grüß euch in die Runde. Ich hätte an dem Werner eine Frage. Und zwar, jetzt ist das Thema Trainingsplätze seit Jahren in Altach ein großes Thema. Jetzt hat man die Juniors wieder reaktiviert. Jetzt kommen die Damen hinzu. Es wird eng werden. Wie ist das geplant oder wie ist die Vorstellung, wenn die Damen noch im Campus sitzen hier? Mir fehlt da noch ein bisschen die Umsetzungsmöglichkeit. Das ist ja so, dass wir ja im Sommer ein Spatenstichrand für den nächsten Campus, den wir bauen, für den Nachwuchs. Also ist ja praktisch schon in der Umsetzung, das ganze Thema. Das heißt, wir bekommen jetzt 2022 neue Möglichkeiten für praktisch Umkleidekabinen. Das heißt, ein Jahr lang müssen wir ein bisschen improvisieren und zugleich sind wir allerdings auch dran, mit der Gemeinde Trainingsplätze zu realisieren. Das hat auch mit dem Umzug vom Riedli in die Cashband-Trainer zum Dorf wieder vom Nachwuchs her und jetzt auch noch ein weiterer Ausbau von Plätzen geplant. Das erste Jahr werden wir ein bisschen eng haben. Wir werden jetzt gar das Ganze ausreizen müssen in den Trainingsplätzen Gestaltung. Das heißt, von Terminplänen her, das ist machbar und möglich. Okay. Darf ich noch eine Frage anschließen? Ja. Ich meine, wie muss man sich das nachher vorstellen? Hat Altach ein gemeinsames Budget für Vorderland, für Ranquil? Mit welchem Budget wollt ihr damit ab Sommer in die Planung gehen? Das Ganze sind schöne Worte, aber mir fehlt noch irgendwo die gemeinsame Umsetzung. Ja, die gemeinsame Umsetzung ist praktisch, es ist ein Budget für die Damen vorhanden beim SC Altach.
für die Spielgemeinschaft. Es deckt sich hier nicht mit dem Budget, das der FC Vorderland vorher hat für die Damen. Also wir wollen ungefähr für derselben Größenordnung aus. Die Vermarktung machen wir ihren Alltag. Das heißt, die Damen haben da optisch dasselbe Dress wie die Herren Bundesligamannschaft. Also sie spielen praktisch in derselben Dressen, in demselben Outfit, allerdings mit eigenen Sponsoren. Die Vermarktung haben wir, starten wir dann ab nächster Woche. Da gibt es auch schon Anzeigen für das Thema Hauptsponsor, für das Thema Trikotsponsor. Rangfield agiert ganz normal mit ihrem Budget. Wir haben keine Budgetüberschneidung mit Rangfield. Allerdings Alltag gibt Rangfield Mehrwert zurück. Da wird zum Beispiel unser Herrenprofi machen Vorbereitungsspiele. Kann sich das mal im Jahr in Rangfield auch mal spielen. Wird auch das ein oder andere Mal, wenn die Damen Bundesligamannschaft, die der Cashman-Trainer nicht spielen kann, wird das auf der Gastra passieren. Und wir haben so mit Rangfield in dem Fall vernetzt, dass wir ihnen einen Mehrwert zurückkehren, dass so zusätzliche Einnahmen generieren können oder wo wir einfach wissen, da können wir ihnen helfen, werden wir so einbringen. Vielleicht darf ich noch was dazu sagen. Was das vielleicht ein bisschen besser erklären soll, die Bundesliga, das Lizenz zweite Bundesliga bleibt in Rangfall. Und es gibt einen Zeitplan, den haben wir im Vorderland gemeinsam aufgestellt, über diese 3 Jahre. Und jetzt sag mal, ich nenne das erste Jahr, die erste Saison 21/22, dass man Zusammenschaft sich gemeinsam Gedanken macht, wo kann man sich aushelfen im Trainer, Trainerinnenwesen, in der Kaderplanung, in der Infrastruktur ist jetzt mal sicher kein Thema. Aber der große Schritt, wo man dann sieht, dass das in eine gemeinsame Richtung gehen soll, das wäre dann in der Saison 22/23, wo das Ziel ganz klar ist, dass wir für den Damenspitzenfußball eine übergeordnete sportliche Leitung haben. Sprich, das ist dann eine Person, oder vielleicht sind so mehrere Personen, die ist heute auch noch nicht festgelegt. Die soll dann übergeordnet sich um den Spitzenfußball in Rangfall, in Alltag Vorderland kümmern und natürlich auch die entsprechenden Rechte und die entsprechenden Budgets zur Verfügung hat, dass das auch funktioniert und in die gemeinsame Richtung geht. Wir haben im Vorfeld schon darüber diskutiert, sollen wir das jetzt dieses Jahr, kommendes Jahr, also kommende Saison schon so anpacken. Aber es ist, wie gesagt, Vorderland Rangfall gibt eine Vorgeschichte. Wir müssen erste Schritt machen, dass man zusammen schaffen will, dass man zusammen schaffen kann. Und als zweiter Schritt, okay, dann gibt es gemeinsame Strukturen, was die Organisation betrifft. Was er da nach außen sagen soll, okay, das ist nicht nur eine lose Erklärung, ja, man schafft halt ein bisschen zusammen oder was du gemacht hast, sondern es soll dann natürlich schon Hand und Fuß haben. Und es gibt dann eine Organisation, die man in 3 Jahren erreichen will, wo dann das auch, ist nicht im Detail ausdiskutiert, aber wo in 3 Jahren, weil man eine Organisation hat, Alltag Vorderland Rangfall, wo man sehr wohl sieht, da ist Zusammenarbeit und zwar für, nicht nur im Spitzenfußball, sondern von ganz unten nach oben. Da gibt es ein Konzept, wie man mit Akademiespielerinnen umgeht. Da gibt es ein Konzept, die eine oder andere, die man in Rangfall ausbilden, wird sehr wohl Bundesliga-Niveau haben, wie man die in die Bundesligamannschaft integrieren. Also, wie gesagt, wir fangen vorsichtig langsam an. Wenn sich das bewährt, werden wir die nächsten Schritte machen. Bitte nächste Frage, Andreas Blum. Klaus, eine kurze Frage. Theoretisch jetzt einmal vorläufig, ist das so ähnlich wie beim Männerfußball und die Kooperation so tief verankert, dass ihr auch theoretisch denn nicht mehr in die Bundesliga aufsteigen könnt, weil ihr da kooperierende, Beispiel Salzburg-Liefering jetzt, ist das da auch so denn oder ist das theoretisch trotzdem möglich? Ja, guter Punkt, sehr guter Punkt. Also wie gesagt, unabhängig von der Kooperation hätten wir in Rangfall jetzt mal gesehen, wir haben genug eigene Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Und ich möchte jetzt das Thema erste Bundesliga nicht unbedingt ganz vorne abhängen. Das ist eine schwierige Geschichte, schafft man nicht so einfach sportlich. Und man kann, glaube ich, da auch sagen, es gibt jetzt keinen Vertrag, den wir mit dem Vorderland oder mit Alltag unterschrieben haben. Also es baut auf, dass man zusammen schafft. Wir haben sportliche Ziele, Alltag Vorderland hat Ziele und wie es denn nach drei Jahren ausschaut, kann ich heute nicht sagen. Aber Spitzenfußball, und wie gesagt, zweite Bundesliga ist für mich auch Spitzenfußball, muss es in Rangfall gehen. Und diese Kooperation kann auch weitergehen, als man duscht sich aus. Mhm. Ja.
Christian Adam hat eine Frage. Ich hätte zwei, und zwar eine an den Tobias und dann an den Werner. Tobias, bitte, weil der Werner das so angesprochen hat, gleiches Budget wie Vorderland. Verratest du das Budget, was Vorderland für eine Saison hat? Besser nicht. Nein, das sind, ich glaube, das sind Zahlen, die möchte man intern behandeln, die budgetären Lage. Von dem her möchte ich zum Budget zum jetzigen Zeitpunkt sicher kein Kommentar abgeben. Aber was kostet der Bundesliga-Jahr für einen Frauenfußball als Vorarlberger Club? Als Vorarlberger Club, also das ist ganz unterschiedlich. Oder? Du hast gewisse Fixkosten, die du tragen musst. Du hast Busfahrten, du hast Hotelkosten, das ist sicher der größte Teil, was es ausmacht. Aber im Grunde kannst du eine Bundesliga-Saison kannst du zwischen, ich sage mal, mit 40.000 bis 70.000 Euro kannst du eine Bundesliga-Saison spielen. Ob das einen Sinn macht, auf ein Minimum zum Fahren, das sei dahingestellt, oder? Und das ist jetzt auch keine Aussage in Richtung Budget von uns. Aber das heißt, du möchtest es erhöhen. Ja, wenn wir natürlich von Professionalität sprechen, oder? Und mit Professionalität meine ich nicht nur, wir möchten die Trainingsbedingungen verbessern, sondern mit Professionalität meine ich natürlich auch, dass die Professionalität der Spielerinnen in Hinsicht von Verfügbarkeit und sonstigen gesteigert werden sollte. Und da gehört natürlich auch dazu, dass eine Spielerin im privaten Beruf, dass sie dort auf die Zeit dann irgendwann raus vielleicht zurückschrauben können. Und dann ist es ganz klar, dass der da Geld zahlt werden muss. Das macht in der Liga, macht das St. Pölten ein großes Vorbild. Das macht die Austria, das macht bestimmt auch Sturm Graz. Und wenn man in der Tabelle nach vorne angreifen möchte, dann ist das ein wichtiger Punkt. Aber ist denn nicht immer ein wichtiger Punkt, jetzt verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber ihr wollt den Akademiespielerinnen eine Plattform bieten? Ich habe jetzt akustisch nicht verstanden. Entschuldige, geht's noch? Jetzt besser? Ja. Okay. Es hat quasi, ihr wollt den ausgebildeten Akademiespielerinnen alle eine Plattform bieten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mit dreimal Training eine Akademiespielerin in Zukunft besser wird und warum soll sie denn beim Vorderland bleiben, in Altach bleiben und nicht nach St. Pölten zum Beispiel gehen? Definitiv, da stimme ich dir zu. Und wie vorhin schon kurz angesprochen, sind die drei Trainings sind mittlerweile jetzt schon Vergangenheit. Wir haben jetzt in der Vorbereitung, in der wir seit knapp 6 Wochen sind, haben wir in der Woche 5 gemeinsame Einheiten und das wird sich nach der Vorbereitung wird sich das fast gleich weiterziehen. Wir werden 4 gemeinsame Einheiten haben und eine Einheit, welche sich individuell gestaltet, welche aber von uns durch Tracking-Systeme überprüft werden kann, wobei da nicht im Vordergrund steht, dass das mir der Big Brother Watching You Part einnehmen, sondern eher, dass wir die Mottler vorwärts bringen können und das geht uns dort. Aber wir sind während der Saison auf 4,5 Einheiten plus Spieltag, dass man einfach nicht unterschätzen darf, die in der Regel, ich sag mal, 1 bis 2 Tage Standard sind. Somit ist das Team eigentlich quasi bis auf einen Tag die ganze Woche sehr an sich dir. Okay, danke. Werner, die Frage an dich, jetzt hat man öffentlich über einige Jahre hinweg schon in Altach das Thema Akademie, Fußballakademie, da ist meistens um die Burschen gegangen, diskutiert. Das scheint jetzt ad acta gelegt mit der Kooperation Damenfußball oder Frauenfußball, Entschuldigung. Nein, nicht ad acta gelegt, nicht, aber die Prioritäten hat sich verschoben. Das Damenthema hat sich jetzt eigentlich so agiert, dass das einfach der Wille da, sich von allen Beteiligten das zum Umsetzen und das ist jetzt einfach Fahrt aufgenommen, ist jetzt einfach vorgereiht und ist jetzt praktisch jetzt in der Umsetzung. Du hast vorhin betont, das Land war sehr erfreut. Wie drückt sich das aus?
Ja, das in finanzieller Hinsicht. Ja, soll man die, ich bin mir sicher, dass die Damen auch eine entsprechende Wertschätzung kriegen müssen, auch in den Budgets, das muss man klar sagen. Man kann nicht sagen, wir machen da Damenfußball und das Kicker-Wertschätzung. Wertschätzung heißt allerdings, dass man in allen Bereichen im Entwickler wendet, so heißt von den Rahmenbedingungen, vom Starten her, von den Spielen her, von der Präsentation dieser Spiele, das sollen wirklich Familien-Events werden, diese Sonntagspartien da. Und das ist sicherlich jetzt gerade, wie man einleitend gesagt hat, von der Landesrätin, es ist schon ein Anliegen, den Damensport, allerdings, es muss allen ein Anliegen sein. Und wir haben über das Finanzielle nicht gesprochen, in keiner Form mit derer. Allerdings, wir wissen allgemein, dass das Thema Marketing, Damenfußball interessant ist. Also, wir haben schon mit Sponsoren in unserem Bereich gesprochen und ich bin mir sicher, dass wir da den einen oder anderen dazu motivieren können, sich da zu engagieren. Und dadurch ist auch dieses Budget dann auch auf breite Füße aufgestellt. Frage Andreas Blum, bitte. Du bist noch stumm, Andi. Stumm, jetzt geht es in dem Fall. Tobias, eine Frage an dich noch kurz. Enthält diese Kooperation jetzt einmal im Hinblick auf die nächsten 3 Jahre eine sportliche Zielsetzung, was Bundesliga, was Spitzensport betrifft? Die sportliche Zielsetzung ist ganz klar. Diese Saison ist die Zielsetzung klar den Ligaerhalt, wo wir auf sehr gutem Wege sind. Und wie vorhin schon kurz angesprochen, wenn man natürlich auch investiert, dann möchte man sportlich auch einen gewissen Erfolg sehen. Und das Ziel ist die nächsten Jahre sicher nicht mehr um den Abstieg mitzuspielen und in die vordere Hälfte der Tabelle hereinzukommen. Das ist ein klares Ziel von uns. Ja, na, jetzt haben wir 2 Mannschaften, die nach vorne wollen. Wir werden es draufstellen. Wie geht es denn mit der Herder? Ja, wir haben jetzt Damen-Bundesliga-Themen. Okay, Entschuldige, haben wir es eh gedacht. Lass mal den Damen, diese Pressekonferenz, den Raum den Damen, würde ich mal sagen. Also Minimalziel ist, dass wir nächstes Jahr eine Bundesliga-Mannschaft haben, oder? Andreas, vielleicht sind die Frauen zuerst im Europacup. Also jetzt überfordern wir mich. Jetzt lassen wir es gut sein. Gibt es noch ernsthafte Fragen? Wenn nicht, bedanke ich mich bei allen und wir sehen uns die nächsten Tage. Ciao, mein Mann. Dankeschön. Danke, Simon. Dankeschön euch. Tschüss, bitte. Danke, ciao. Danke und ciao.